Die Pflege, nicht? Das Anziehen, Umkleiden, das Wickeln, das Baden, das Füttern, das sind doch alles diese Momente, wo das Kind wirklich von uns abhängig ist. Nicht? Das kann es ja nicht alleine tun, das Neugeborene und der junge Säugling. Nicht? Und da kommt es doch dann einfach darauf an, wie das geschieht. Jakob, ich leg dich jetzt mal wieder hin. Nicht? Siehst, dass du ihm das zeigst. Ne? Ja? Jakob, ich ziehe dir jetzt deinen Schuh an. Ja? Guck, gib mir mal den Fuß. Ja? So. Ne? Ankündigen, was du vorhast. Ne? Und mit Worten begleiten, was du gerade tust. Wenn ich mich frage, wie ich das gerne habe, dann tut es mir auch gut und schenkt mir eher Vertrauen, wenn angekündigt wird, was jetzt als nächstes mit mir passiert. Gerade auch in Situationen, wo ich, Ja. die mir nicht vertraut sind. Ja. Denk an den Zahnarzt oder wenn du in die Klinik kommst oder so und du wirst einfach, da fängt jemand an, in deinem Mund einfach zu bohren, ohne dir zu sagen, was da geschieht, oder? Also was ich immer wieder beobachte, wenn einem Kind zum Beispiel so ein Pullover über den Kopf gezogen wird, ne? Ja? Also, dass er fast die Nase mit abgeht, ne? Und das sind dann so kleine ja, Handlungen, wie man die eben so tun kann, dass sich das Kind wirklich in jedem Moment wohlfühlt, ne? Und nicht schützen muss oder irgendwie Ja, und ich zurückziehen tue, muss oder in Deckung genau, gehen muss. ne? Ja? Und Jakob, ich will dir jetzt mal dein Pullöverchen hier überziehen und nehme deinen Kopf so ein bisschen hoch, nicht? Dass ich es eben den hinteren Teil bis an den Hals bringe und dann so es nehme, dass ich es weg vom Gesicht rüberziehe, nicht? Und genauso eben auch beim Ausziehen wieder. Also, dass ich gar nicht mit dem Ja. Gegenstand, Kleidungsgegenstand über das Gesicht Ja, streifen muss, sondern eben, sondern eigentlich es darüber hebe. dass ich es wegziehe. Was mir auch auffällt, ist, dass deine Hände sehr, sehr sanft wirken. Also, dass du wirklich mit dem Kind in einer Gebärde umgehst und nicht jetzt das so ruppig Naja, passiert, ja. also nicht? Es ist ein Unterschied, ob wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten säubere, nicht? Ob ich die Beine so anbeuge, nicht? Oder ob ich das einfach so mache, nicht? Und das ist, was sehr oft geschieht, nicht? Aber Das heißt, du nimmst eigentlich deine Hand und hältst mit der einen Hand die Beine hoch, ja, ohne und sie hab jetzt an dann den Füßen zu ziehen ja, und nicht? Und hab dann hier die Möglichkeit zu säubern. Das kommt ja alles noch aus der Zeit, wo man angenommen hat, dass ein Neugeborenes und junger Säugling gar nichts spürt. Das heißt, der Blickkontakt ist wichtig, das Halten des Kindes ist wichtig, also erstmal das Aufnehmen, dann das Halten, dann das Ankündigen von dem, was du vorhast und deine behutsamen Hände. Und dass es keine raschen Bewegungen sind, sondern dass Eben. eben auch Zeit Ja. gelassen wird, dass das Kind sich Ja. darauf einstellen kann. Also, dem Säugling macht es nichts, wenn du als junge Mutter erstmal noch ungeschickt bist, nicht? Und unbeholfen und langsam, nicht? Das hat er viel lieber, als wenn da so rasche und mechanische Bewegungen kommen, nicht? Die sein Gleichgewicht völlig durcheinander bringen, nicht? Er muss ja erstmal ankommen hier auf der Erde, nicht? Auf der Unterlage. Stimmt es, dass das für den Säugling jede Veränderung des Untergrundes, dass da das Gleichgewicht auch noch Schwierigkeiten hat, sich da auf die veränderte Situation einzustellen? Ja, er muss sogar in der Rückenlage erstmal noch sein Gleichgewicht finden. Also zunächst kann er ja noch nicht einmal seinen Kopf in der Mitte halten, nicht? Er ist mehr ganz zur einen oder zur anderen Seite und auch das lernt er erstmal, den Kopf in der Mitte zu halten.